Das Gemeindegebiet von Arzachena erstreckt sich im Nordosten Sardiniens zwischen dem Meer und der Bergkette des Monte Limbara. Es liegt in einer Region, der Gallura, deren kulturelle, geologische und landschaftliche Aspekte es auf charakteristische Weise verkörpert. Die Granitfelsen und die wilden Ölbäume inmitten der üppigen, immergrünen Mittelmeermakia, das Meer und der Mistralwind, der die Farben schärfer hervortreten lässt, sind die Seele dieser urwüchsigen Landschaft. Die Natur hat bei der Herausbildung dieser vor 450 bis 250 Millionen Jahren entstandenen alten Erde eine entscheidende Rolle gespielt. Magmamassen tauchten aus dem Meer empor und wurden wieder vom Meer verschlungen, um erneut an die Oberfläche zu dringen und den unaufhörlich wirkenden atmosphärischen Einflüssen ausgesetzt zu sein, die im Laufe der Zeit die Materie formten, bis jene wunderbaren plastischen Formen entstanden, die noch heute die Besucher faszinieren und bezaubern. Das gesunde, milde Meeresklima, der Fischreichtum der Strandseen, die Salinen, Quellen, Weiden und von Wasserläufen durchzogenen Ebenen haben seit vorgeschichtlicher Zeit menschliches Siedeln begünstigt. Die Anthropisierung des Gebietes hat im Verlauf der Vorgeschichte und der Geschichte interessante Zeugnisse unterschiedlicher Kulturen hinterlassen. Steinkreise, Gigantengräber, Megaron-Tempel, Noragen, Stazi genannte Einödhöfe und moderne Tourismusbauten sind Zeichen der menschlichen Präsenz in diesem Gebiet.